Schönen guten Morgen oder schon Mittag, liebe Münchner. Wir sind Christen, die den Herrn Jesus Christus erlebt haben in unser Leben. Wir haben eine Vergangenheit, die ohne Jesus Christus war, und wir wollen euch einladen zu diesem wunderbaren Heiland. Er, wie ihr seht, hier ist ein großes Tor. Er ist der, an unser Herzenstor klopft, und er möchte uns auch begegnen. Und wir wollen euch heute auch von dem erzählen, der auferstanden ist aus den Toten, Jesus Christus. Er hat kein Grab, er hat gesiegt, und er möchte auch in deinem Leben leben. Und wir wollen auch jetzt ein Lied singen, um zu hören, was der Heiland Jesus Christus für uns getan hat. Warum musstest du sterben, Jesus Gottes Sohn? Warum hast du ertragen Schläge, Spott und Hohn? Warum flossen die Tränen aus dem treuen Gesicht? Warum hast du gelitten? Das versteh ich nicht. Warum bleibst du denn stumm stehen? Warum wehrst du dich nicht? Warum zeigst du den Menschen nicht ein Schlafgericht? Wie ein Lamm schweigst du stille, lässt den Richtern das Wort. In den Augen das Sehnen nach dem Mensch und Gott. Und ich höre eine Stimme, das tat ich für dich. Weil die Menschen ich liebe, opferte ich mich. Auch du kannst heute kommen, danken Jesus dem Herrn. Alles tat er aus Liebe, komme heute zum Herrn, komme heute zum Herrn. Ja, wir wollen euch heute von den christlichen Werten und der Förderung dieses wunderbaren Evangeliums in dieser Zeit, in dieser Postmoderne, auch berichten. Im Gegensatz ja zu diesem Weltlichen wollen wir auch das Göttliche euch heute hier kundmachen. Hier haben wir auch gesungen, Gott sehnt sich nach dem Menschen. Gott sehnt sich nach dir. Er ist auf der Suche auch nach dir, lieber Mensch, hier in München dich zu begegnen. Warum musste dieser Herr sterben? Musste er sterben? Nein, er tat es, weil er dich liebt. Alle Menschen werden geboren, um zu leben. Er kam, um zu sterben. Er gab alles, um alles auch zu erreichen, um dich zu erreichen, um dich zu retten. Er klopft an deine Tür. Und unser Bruder möchte euch jetzt von diesem Wort des Lebens teilen. Ja, ihr Lieben, wir haben heute eine Kundgebung, und es geht um die christlichen Grundwerte. Viele, die in diesem Land Deutschland leben, sie wissen nicht, dass unsere Werte, die wir hier vermittelt bekommen haben, das deutsche Grundgesetz basiert auf dem Wort Gottes, auf der Bibel, unter anderem auf den 10 Geboten der Bibel und viele andere Gebote, von denen sich das deutsche Grundgesetz ableitet. Wir waren mal ein christliches Land, und ich sage es bewusst in der Vergangenheitsform, denn wir sind es nicht mehr. Und ich rede hier nicht davon, dass man vielleicht noch ein bisschen religiös ist, dass der ein oder andere vielleicht noch ab und zu das Vaterunser spricht oder jetzt über die Feiertage in der Kirche war, sondern ich rede davon, dass der Mensch keine Beziehung mehr hat zu dem lebendigen Gott.
Laut Statistik wird in Deutschland, beten in Deutschland nur noch 9% der Menschen. 9% der Menschen in Deutschland beten noch täglich. Das ist ein armseliges Zeugnis über dieses Land. Die Menschen haben keine Verbindung mehr mit dem lebendigen Gott. Und das erklärt auch einige Probleme, die wir in diesem Land haben. In der Bibel heißt es, keinen Frieden, spricht Gott, gibt es für die Gottlosen. Gott spricht dem Menschen, der gelöst von ihm lebt, keinen Frieden zu. Der Mensch ist geplagt in Unruhe seines Herzens. Deutschland ist einer der Länder mit den meisten psychischen Krankheiten. Und es gab vor kurzem eine Statistik, dass die meiste Krankheit der Arbeitsunfähigkeit psychische Erkrankungen sind. Wie kann das sein, wenn wir doch so ein wohlhabendes Land sind? Der Mensch hat grundsätzlich all das, was er braucht und hat Überfluss. Und trotzdem ist der Mensch geplagt in seiner Seele. Jesus Christus sagte in Matthäus Kapitel 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Und wir sehen hier einen Zusammenhang. Wenn wir uns von Jesus entfernen, wenn wir Jesus aus unserer Gesellschaft verbannen, dann wird die Seele mühselig und beladen. Und erst wenn wir zu Jesus kommen und unsere Lasten bei Jesus ablegen, da befreit dieser Herr Jesus Christus unser Leben, unser Herz und unser Kummer. Und wissen Sie, die größte Belastung des Menschen ist die Belastung der Sünde. Vielleicht wissen Sie gar nicht mehr, was Sünde bedeutet. Der Mensch kann nichts mehr darunter verstehen. Was ist Sünde? Grundsätzlich bedeutet dieses Wort Zielverfehlung. Ziel verfehlt. Sünde ist die Verfehlung des Zieles Gottes. Es können Unterlassungssünden sein. Es können auch Sünden sein, die wir getan haben oder eben Dinge, die wir tun sollten und die wir nicht getan haben. Fakt ist eins, liebe Menschen, wenn Sie auch nur 3 oder 4 Gebote kennen aus der Bibel, von den 10 Geboten, Sie müssen doch nicht mal alle 10 Gebote kennen. Es reicht, wenn Sie 3 oder 4 Gebote kennen, dann ist das schon der Beweis dafür, dass Sie schuldig sind vor Gott. Wenn die Bibel sagt, du sollst nicht lügen, dann gibt es keinen Menschen auf der Erde, der noch nie gelogen hat. Wenn die Bibel sagt, du sollst Vater und Mutter ehren, dann gibt es keinen einzigen Menschen auf diesem Planeten, der das immer getan hat. Wenn die Bibel sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, dann gibt es keinen einzigen Menschen, der dies noch nicht getan hat. Denn Jesus sagt, wenn du eine Frau anschaust und sie begehrst, dann bist du schon ein Ehebrecher. Wenn die Bibel sagt, du sollst nicht töten, dann gibt es keinen Menschen auf diesem Planeten, der dies nicht schon getan hat. Weil Jesus sagt, wenn du einen Menschen hasst, dann bist du ein Mörder. Hass gleich Mord. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der noch nie einen Menschen gehasst hat. Jeder hat schon mal gehasst. Jeder hat schon mal böse Gedanken auf jemand anderen gehabt, weil er ihn vielleicht Böses getan hat oder warum auch immer. Also wir merken doch, liebe Menschen, wir sind schuldig vor dem heiligen Gott. Und die Sünde trennt uns von diesem Gott. Sünde hat einen trennenden Charakter. Sünde trennt Menschen voneinander. Das sehen wir sehr gut an der Scheidungsrate in Deutschland, die fast bei 50% liegt. Jede zweite Ehe in Deutschland wird wieder getrennt. Sünde trennt auch Menschen und Kinder von ihren Eltern. Sünde trennt Menschen aus der Gesellschaft. Wir haben nicht umsonst Gefängnisse in unserem Land. Aber wissen Sie, was das Schlimmste ist? Dass Sünde den Menschen von seinem Schöpfer trennt. Sünde trennt den Menschen von seinem Schöpfer. Und da ist eine Riesenkluft zwischen Gott und Menschen. Der Mensch ist von Natur aus getrennt von Gott. Und da bringt es nichts,
wenn sie sich vielleicht haben als Kind taufen lassen oder konfirmieren lassen oder sonstige Zeremonien durchgeführt. Das wird ihnen nichts bringen. Vielleicht sind sie Mitglied irgendeiner Kirche, auch das wird ihnen nichts bringen. Denn von Natur aus trennt Sünde von dem lebendigen Gott. Und das wird nicht durch ein paar Tropfen Wasser auf einen Säugling hinweggenommen, sondern das, was die Bibel uns sagt, ist, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Evangelium ist die frohe Botschaft der Bibel. Buße ist keine Beichte bei irgendeinem Priester oder einem Pfarrer, sondern Buße heißt die Umkehr zu Gott. Ich kehre mich ab von meinem sündigen alten Gedanken und Leben und ich kehre mich hin zu Jesus Christus. Das ist Buße, liebe Menschen. Und durch Buße wird der Mensch gerettet. Denn wenn ich an die Botschaft der Bibel glaube, dann kehre ich um von meinen Sünden und folge Jesus Christus nach. Und die Bibel sagt, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wer Jesus Christus nicht hat, der hat das Leben nicht. Sondern der Zorn Gottes ist über dir. Also wir merken, es gibt auch in diesem Thema keine Neutralität. Entweder ist mein Leben unter dem Zorn Gottes oder mein Leben steht unter den Segen Gottes, unter der Herrschaft Jesu Christi. Es gibt keine Neutralität, liebe Menschen. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Die Bibel spricht nicht von 3 oder 4 oder mehreren Wegen. Es ist nicht so, wie man sagt, alle Wege führen nach Rom. Die Bibel spricht von 2 Wegen. Und die Bibel sagt, da ist ein Weg, der führt ins Verderben. Und dieser Weg ist breit. Und viele Menschen sind auf diesem breiten Weg in die Hölle. Ja, der breite Weg führt in die Hölle, in den ewigen Feuersee. Und Gott will nicht, dass die Menschen verloren gehen. Gott will nicht, dass Menschen in die Hölle kommen. Gott will den Menschen retten. Und deshalb sagt die Bibel, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn die Bibel spricht auch von einem zweiten Weg. Und die Bibel sagt, dieser Weg führt zum Leben. Und die Bibel sagt, dieser Weg ist schmal und die Pforte ist eng. Und wenige Menschen finden diesen schmalen Weg. Verstehen Sie, bei der Wahrheit ist nicht die Mehrheit. Bei der Wahrheit sind oft wenige Menschen. Und das können wir doch beobachten in der Geschichte. Wenn wir aus der Geschichte gelernt haben, dann wissen wir, dass bei der Mehrheit oft die Lüge war. Und bei der Wahrheit oft nur einzelne kleine Gruppen oder Strömungen von Menschen waren. Und genau das ist das, was die Bibel uns sagt. Der Weg, der zum Leben führt, der Weg der Wahrheit, der ist schmal und wenige Menschen finden diesen schmalen Weg. Und ich will Ihnen auch erklären, warum das so ist. Warum finden wenige Menschen diesen schmalen Weg, also die Wahrheit? Weil die meisten Menschen, die Bibel sagt, die Menschen liebten die Finsternis, also die Lüge, mehr als das Licht. Warum? Denn ihre Werke waren böse. Weil die Werke des Menschen böse sind, scheut sich der Mensch vor Wahrheit. Man scheut sich vor dem Licht. Das kennt jede Frau, nachdem sie vielleicht ihre Fenster geputzt hat und auf einmal scheint die Sonne. Und man sieht auf einmal jeden Streifen auf diesem Fenster und man sieht alle Spuren und jeden Dreck und jeden Krümel. Ja, das ist eben die Eigenschaft von Licht. Und wenn Sie sich heute als Mensch dem Licht Gottes stellen und der Wahrheit nahen, dann kann ich Ihnen eins sagen, dann werden Sie eins sehr deutlich erkennen. Und zwar, Sie sind nicht so gut, wie Sie gedacht haben. Sie sind völlig verdorben. Die Bibel sagt, alles Böse kommt aus dem Herzen des Menschen. Ehebruch, Unzucht, Mord, Neid und Hass.
aller Art Unreinheit und Bosheit und Schlechtigkeit, das kommt nicht von außen, liebe Menschen. Das kommt aus unserem Herzen. Und ich hoffe, dass Sie das mal für sich reflektieren, was da so im Herzen des Menschen vor sich geht. Ich bin mir sicher, wenn wir das mal aufnehmen würden, was Sie in den letzten 24 Stunden gedacht haben, und das mal Ihren Freunden oder Ihrer Ehefrau zeigen würden, dann würden Sie aber sehr schnell davonlaufen, weil das Herz des Menschen böse ist. Und die Bibel sagt, das ist der Grund, warum der Mensch sich oftmals scheut, sich ja in Konfrontation mit der Wahrheit zu kommen. Das ist der Grund, warum die meisten Menschen die Bibel, das Wort Gottes, ablehnen und von vornherein schon die Bibel verurteilen, obwohl sie vielleicht noch nie in der Bibel gelesen haben. Die meisten Menschen haben noch nie in der Bibel gelesen, aber sie sagen von vornherein, die Bibel ist falsch oder die Bibel ist gefälscht oder die Bibel ist nicht mehr aktuell und so weiter. Aber sie haben doch noch nie in der Bibel gelesen. Ist das nicht ungerecht, dass man etwas verurteilt, was man noch nicht gelesen hat? Stellen Sie sich vor, Sie sagen, dieses Restaurant XY, das ist schlecht und die machen schlechtes Essen, da ist eine schlechte Bedienung. Und dann frage ich Sie, ja, waren Sie denn schon mal da? Und Sie sagen, nein, ich war noch nie da essen. Das ist ungerecht, wenn man über etwas urteilt, was man selber noch nicht, womit man sich selber noch nicht beschäftigt hat oder was man selber noch nicht erfahren hat. Aber das ist der Zustand so vieler Menschen, die über die Bibel urteilen, obwohl sie noch nie in der Bibel gelesen haben. Und das ist Ungerechtigkeit, liebe Menschen. Darum hoffen wir, dass Sie heute eine Bibel kostenlos mitnehmen, dass Sie anfangen, die Bibel, das Wort Gottes zu lesen und dass Sie erkennen, die Bibel ist aktueller denn je. Sie spricht hinein in unsere heutige Gesellschaft, sie spricht hinein in unsere heutigen Probleme. Und das Wichtigste, die Kernbotschaft der Bibel ist, die Bibel zeigt den Menschen den Weg der Erlösung. Den Weg der Erlösung. Wir kommen gerade erst aus den sogenannten Osterfeiertagen. Doch die meisten Menschen können unter Ostern leider nichts anderes mehr verstehen als Osterhasen und Ostereier, die sie bemalt haben. Aber kennen Sie die eigentliche Bedeutung von Ostern? Wissen Sie, was da passiert ist? Das ist das größte Ereignis der Weltgeschichte. Es gibt nichts, was größer ist als das. Die Bibel sagt, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, er hat den Himmel verlassen. Er ist auf die Erde gekommen und er hat am Kreuz von Golgatha für deine Sünden bezahlt. Er hat den Tod geschmeckt. Er wurde gerichtet, er wurde getötet, nicht weil er schuldig war, nicht weil er ein Sünder war, sondern die Bibel sagt, um unserer Übertretungen willen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Missetaten willen hat ihn, also Jesus, Strafe getroffen. Er hat dort am Kreuz gelitten, weil wir Menschen gesündigt haben. Jesus selber wusste von keiner Schuld und Sünde. Er fragte einmal seine Feinde, ob sie in eines bösen Werkes schuldig sprechen können. Und wissen Sie, selbst die Feinde von Jesus Christus konnten nicht eine böse Sache über Jesus sagen. Und sie können auch heute forschen, auch historisch forschen, und sie werden nicht eine schlimme Sache finden, die Jesus getan hat. Weil die Bibel sagt, der von keiner Sünde wusste, er hat keine Sünde getan, aber er ist für uns zur Sünde geworden. Er wurde so behandelt, als wenn er die Sünde selbst wäre. Und der Herr Jesus Christus ist an den sogenannten Karfreitag gestorben. Und die Bibel sagt, er hat seinen Geist dem Vater übergeben. Und der Vorhang im Tempel ist entzweigerissen von oben nach unten. Und das war eine große Bedeutung für die damaligen Menschen. Und zwar war der Weg zu Gott frei.
Der Vorhang hat den Menschen den Weg zu Gott getrennt. Aber nun war dieser Vorhang gerissen und der Weg zu Gott war frei. Und das ist das, was Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wer zu mir kommt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der Weg zu Gott. Wenn Sie Jesus nicht haben, können Sie keine Beziehung mit Gott haben. Es gibt keine Gemeinschaft mit Gott außerhalb von Jesus. Gemeinschaft und Beziehung mit Gott bekommt der Mensch nur in Jesus Christus. Kein vermeintlicher Prophet, kein echter Prophet und kein anderer Mensch kann ihm diese Beziehung mit Gott geben. Es gibt nur einen und sein Name ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und das kann ich Ihnen ganz einfach beweisen. Egal an welchen Menschen Sie denken, egal wie groß und wie gut dieser Mensch war, Sie können heute sein Grab besuchen und da steht der Name drauf. Da steht Mohammed, da steht Ahmed, da steht Politiker XY drauf. Aber Sie werden das Grab Jesu leer finden. Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt, sein Grab ist leer und ich selber war mal in Jerusalem und sein Grab war tatsächlich leer. Jesus ist nicht bei den Toten zu finden. Wo einmal Menschen Jesus bei den Gräbern gesucht haben, da sagten zwei Engel zu diesen Menschen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Und das wünsche ich dir. Darum stehen wir hier, weil Jesus lebendig ist. Weil Jesus lebendige Hoffnung geben kann und kein toter Prophet ist, kein toter Religionsstifter. Sei doch mal ehrlich, lieber Mensch, wer kann dir helfen? Ein Toter oder ein Lebendiger? Zu wem würdest du rufen? Zu einem Toten oder zu einem Lebendigen? Jesus ist der Lebendige. Und darum rufen wir Menschen zu Jesus, weil er auch heute noch lebt. Er sagte einmal in der Offenbarung, ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der Lebendige. Er ist der Einzige, der uns helfen kann, der uns befreien kann, der uns retten kann. Und darum bitten wir Sie, wir bitten Sie, kehren Sie um. Überdenken Sie doch einmal Ihr Leben und Ihre Ewigkeit und lassen Sie sich versöhnen mit Gott durch Jesus Christus.